vor 5:25 und wir starten mit dem Ganzen im Skipper-Verlies mit einem kleinen Waschbecken, Stockbetten und vermutlich irgendwie unter dem Bett eine Toilette. Da sind wir uns aber nicht richtig einig und runterklettern tue ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich geräumig und schlanke zwei könnten auch hier oben schlafen. Oder dicke übereinander. Ich weiß nicht, ob da unten überhaupt noch eine Koje ist. Nee, das ist nur eine Koje. Also ist das nur diese eine hier, ne? Also doch keine Stockbetten, sondern diese eine Koje. So, jetzt gucken wir uns die Helligkeit mal von oben an. Hier ist die Bugspitze, liegt vor Mooring. Jetzt schauen wir mal hier über das ganze Schiff hinweg. Und man schaut über ein wirklich sehr flaches, sehr großzügiges Arbeitsdeck. Aber zum Arbeiten ist ja keiner auf so einem Schiff. Insofern ist es natürlich auch ein ganz tolles Liegedeck. Also hier kann man auch im Freien schlafen, ohne dass man sich um die besten Plätze schlagen muss. Wir haben hier zwei Ruderstände, wie man sieht. Und jetzt begebe ich mich mal nach unten, denn die Geräumigkeit dieses Bootes offenbart sich an für sich erst, wenn man dann auch mal unten ist. Ich befinde mich hier übrigens in der Kalamaki Marina und dieses sehr gepflegte Boot ist eine Yacht von Kirakulis. Und wenn ich jetzt mal hier durch den Salon wandere, ich glaube, man kriegt einen gewissen Eindruck davon. Es ist schon alles ziemlich groß und umfangreich. Hier vorne hätten wir eine Bugkabine, die jetzt auch zwei Personen gut Platz bietet. Und natürlich hat auf so einer Schiffsgröße jede Kabine ihre eigene Nasszelle, Toilette, Dusche. Das dürfte der Duschkopf sein, obwohl es wie eine richtige Armatur aussieht. Auf der anderen Seite, das erspare ich dem Betrachter jetzt, dürfte es das gleiche nochmal geben. Spiegelbildlich. Und stattdessen mache ich nochmal einen kleinen Schwenk durch den wirklich großen Salon. Mit ganz neckischen kleinen Stühlchen, die man hier wahrscheinlich drehen kann, sodass man am Tisch sitzen kann. Und weiter geht es nach Achtern. Oben hört man noch einiges Leben. So, haben wir hier nochmal zwei Truhen, Kühltruhen, die allerdings auch nur von oben zu beladen sind. Ich schaue mal, hier ist noch ein Knöpfchen und aha, das war vermutlich, wie zu vermuten, der Kühlschrank. Man hat also einmal die Truhen und dann noch einen Kühlschrank. So, dann gehen wir mal weiter und schauen mal, wie die ganze Herrlichkeit Achtern weitergeht. Hier ist jetzt eine Kabine ohne Nasszelle. Sehr geräumig, aber ohne Nasszelle. Erwartet man bei dieser Schiffsgröße jetzt eigentlich nicht. Dafür geht es aber jetzt hier weiter in die gemeinsame Nasszelle für die Achterkabinen. Und natürlich kann man durch diese Nasszelle dann auch direkt in die Achterkabine schauen. Aha, von da aus ist auch alles strategische, motortechnische zugänglich. Also alles nicht, aber zumindest, das sieht nach einer richtigen Welle aus, kein Saildrive, das ist hier was Feines. Und hier ist der Motor. Naja, und mit den tiefen Einblicken in dieses Boot, jetzt machen wir mal dieses Türchen zu, und gehen aus dem anderen Türchen wieder raus. Mit diesen tiefen Einblicken in das Boot möchte ich diesen kleinen Film beenden.